erster Tag der Diät. Lange noch ausgeschlafen. Ich muss erst mal auf Toilette. Willst du mich? Ja. Diät ist, Essen ist fast das gleiche. Frühstück ist das gleiche. So, was ist das denn? 100 Gramm Haferflocken, Bananen oder Apfel, das ist egal. Huhn, Rind, Fleisch ist, ja, Reis ist, die Kohlenhydrate sind reduziert. Zum Mittag, zum Training, nach dem Training. Zum Frühstück sind sie noch gleich. Jetzt mache ich hier, meine Vitamine schon mal. Wichtig sind Vitaminkomplex. Hier Schleimlöser. Schleimlöser? Ja, löst den Schleim neu von GN. Kann ich empfehlen. Habe ich gestern von vergessen zu nehmen. Ganz wichtig, Enzyme, die stehen hier schon bereit. Zink ist auch wichtig, aber Zink nimmt man immer zum Essen. Citrus Bergamot, das ist ganz wichtig, dass man das nüchtern nimmt. Kurkumin ist entzündungshemmend und für die Verdauung. Und Omega-3 nehme ich später nach dem Essen. Egal. Wenn ihr 10% sparen wollt, dann könnt ihr bei Gigas mich unterstützen und bei Gigas bei Gigas Nutrition das bestellen und können mit Matze 10% sparen. Ja, und da unterstützt ihr mich, das Projekt und alle. Und ihr habt auch was davon. So, und jetzt guten Appetit hier. Alle auf einmal. Ein Schluck Kaffee hinterher. Die ist, glaube ich, sauer. Das Milch im Sommer niemals draußen stehen lassen. Auch nicht die Haarmilch. Nach dem ersten Kaffee muss ich auch wieder auf Toilette. Ja, das sieht gut aus. 123,9 und laut Plan steht jetzt erstmal ein Erna-Spaziergang an. Hallo. Gramm Reisflocken. Oh, egal. Das wird jetzt keinen den Kopf abreißen, aber der Stefan hat sich nicht umsonst die Zeit genommen, mir den Plan zu machen. Und deswegen Whey Isolat. Jeden Morgen gibt es das jetzt, wie ablenkungsreich. Hier seht ihr übrigens schon vorbereitet meine Tupperdosen für die zukünftige Meal Prep. Nur ein bisschen Zimt drin. Das muss ich nehmen, da muss ich Glutamin nehmen, Kreatin und Beta-Arginin. So, Kreatin, hier, so, 5 Gramm mit den Intra zusammen. Was brauchst du noch? Komplett. Jetzt mache ich Reis vorbereiten. Ich will vorne dabei sein, auch wenn ihr es nicht glaubt. Ich weiß, viele werden lachen und sagen, der Matze schafft das nicht. Mein Ehrgeiz hat mich gepackt. Ich mache nicht mit, nur damit ich da hochgehe. Ich will auch gewinnen gerne. 70%. Guck mal, so schnell ist der Reis fertig. Krass, oder? Der ist noch immer noch gefroren. Ja, wir gehen jetzt. Und Erna bleibt da liegen. Viele mögen das ja. Ich mache Brust-Schulter heute, weil ich heute durch den ersten Tag Diät mich reinfinde. Aber steht nicht eigentlich Beine auf dem Plan? Schiebe ich auf morgen. Ich skippe den mal heute, weil ich sonst heute nur 100 Kilo statt 160 beugen würde.
Hm. Das wäre Schwachsinn. Wichtig ist, dass ich die Nahrungskette einhalte. Naja, und wir warten mal ab. Ich denke ja sowieso, dass viele denken, das wird der Matze nicht packen und so weiter. Aber ich werde euch eines Besseren belehren. Und wie? Indem ich richtig Gas geben werde und hoffentlich zum Punkt X mein Bestes gegeben habe. Weder Stefan enttäuscht habe, noch euch und vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, mich nicht. Und so, dass ich mich daran halte, dass ich alles gegeben habe und mich möglichst probiere, in bestmöglichster Form zu präsentieren. Geschmeidig wie ein Knäckebrot. Das werdet ihr nachher sehen. Und ich muss mich daran gewöhnen zu posen vor 1000 Leuten. Hier vor der Kamera ist noch mal was anderes, dann seht ihr das. Aber da vor der Jury und vor Zuschauern. Aber es ist, ich habe es mir ausgesucht freiwillig und ich werde mir Mühe geben. Butterfly. Sieht hier aus wie der Dieb. Machen wir jetzt nochmal so. Kommentiert fleißig, lasst das Däumchen da, abonniert, empfiehlt mich. Schickt mir viele Küsschen, schickt mir eure Telefonnummern und aber nur die Frauen. Genau. Die gut aussehen. Genau, ja, was soll ich sonst noch sagen? Dann spiele ich mit Erna. Geh mit Erna Gassi und lass den Abend ausklingen. Bin ich auf der Alm? Ja, war ich. Danke. War ein netter Typ aus HB, Hansestadt Bremen. Schöne Grüße, wenn du mein Video auch guckst. Hätte ich ihm mal sagen sollen, wa?